Heute geht es um Programmierung. Ja, beim letzten Mal ging es ja allgemein um künstliche Intelligenz und jetzt in den folgenden Vorlesungen bringe ich Ihnen so allgemein bei, so ein bisschen Informatik für Laien, ja, aber Sie werden hinterher die Sachen hoffentlich ein bisschen was von mitnehmen und das einschätzen und benutzen können. So, jetzt haben wir diese Frau hier auf dem ersten Slide, da fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, was das soll. Und diese Frau ist der erste Programmierer, ja, also Sie haben richtig gehört, also der erste Programmierer der Welt, die Person, der Mensch, der zum ersten Mal Programm geschrieben hat, das ist diese Frau, das ist Ada Lovelace, ja, da gibt es auch einen schönen Comic zu, der ein bisschen Werbung, das ist dieses Buch dazu, da gibt es also, jemand hat einen schönen Comic über die Frau gemacht, da gibt es die Eltern von Ada Lovelace, das ist Lord Byron, ja, ein großer Poet, eine Frau, die einzige Frau sozusagen, mit der er irgendwie rechtmäßig verheiratet war, das heißt Ada Lovelace ist wirklich die einzige offizielle Tochter im Sinne der Erbfolge bei diesen adeligen Leuten, ja, aber die Frau war so erschrocken von der Madheit, Verrücktheit des Lord Byron, dass sie irgendwie um jeden Preis verhindern wollte, dass sie irgendwas mit Literatur, Poesie und sonst wie macht, und das macht man dagegen, man studiert Mathematik. Ja, das Kind hat also unheimlich viel Mathematik gemacht. Ich weiß nicht, wie wahr die Geschichte genau ist. Schauen Sie mal in diesen Comic rein. Da gibt es dann immer seitenweise Comics und dann wieder seitenweise Quellenangaben aus Originaldokumenten, wo Sie dann rausfinden können, ja, was war jetzt erfunden und was war nicht erfunden. Diese Ada Lovelace lernt jedenfalls Charles Babbage kennen, und Charles Babbage ist ein Erfinder im 19. Jahrhundert in England, ich meine, es war in England, und hat dort Rechenmaschinen gebaut, die ersten Rechenmaschinen überhaupt, mechanische Rechenmaschinen, also ganz viele Zahnräder, wo man dann an Kurbeln dreht und dann werden da Berechnungen hergestellt. Und Ada Lovelace war die, die das richtig verstanden hat, worum es da geht, was man damit Tolles machen kann. Und es gibt ein Paper, was geschrieben wurde von, meine Ada Lovelace ist, weiß nicht, ob sie die Hauptautorin ist, jedenfalls, ich glaube, sie hat die meiste Arbeit gemacht. Sie hat jedenfalls richtig das Potenzial dieser Maschinen verstanden und hat sich ein Programm dafür auch ausgedacht. Ja, und nochmal Werbung, der Comic ist also recht witzig. Sie versteht dann die Genialität von ihm und findet das alles raus und will das dann direkt twittern. Ja, hat aber kein Handy, sondern einen Fächer in der Hand. Also es ist wirklich lustig geschrieben, dieser Comic. Können Sie mal reingucken, genug der Werbung dafür. Das ist diese mechanische Maschine, beziehungsweise ein Teil dieser Maschine. Ja, und das ist so eine Art programmierbare Maschine. Das ist also nicht nur was, wo ich jetzt so eine bestimmte Berechnung machen kann, sondern die ist schon im Wesentlichen, kann man damit beliebige Programme laufen lassen. Und das war was wirklich ganz Besonderes. Aber in was für einer Zeit ist das entstanden? Das ist entstanden in einer Zeit, als man automatische Webstühle gemacht hat. Ja, und automatische Webstühle, die werden ja mit so Lochkartensystemen programmiert. Das heißt, man hat so ein Raster von Lochkarten, lässt das durch die Maschine rattern und dann kann der Webstuhl besonders Muster machen. Und das ist ja im Prinzip so etwas wie eine programmierbare Maschine, wenn Sie so wollen. Und der Charles Babbage in der Zeit sozusagen hat dann eine programmierbare Rechenmaschine erfunden, ja, die aber noch nie gebaut wurde. Ja. Also die ist immer noch nicht gebaut worden. Aber Ada Lovelace hat sich das alles genau studiert sozusagen und hat dafür schon ein Programm geschrieben, was also auf dieser Maschine laufen würde, wenn es sie denn geben würde. Es gibt eine erste Maschine von Charles Babbage, die hat er selber zu Lebzeiten auch nie komplett gebaut, ja, weil das halt natürlich unheimlich teuer ist. Man braucht unglaublich viele Zahnräder, die müssen alle von Hand gesägt werden und dann sind sie wieder ein bisschen zu ungenau und das funktioniert nicht. Aber 1990 haben irgendwelche Freaks sozusagen diese Maschine gebaut von Charles Babbage und sie funktioniert. Es gibt mittlerweile zwei Exemplare von seiner ersten Maschine. Von der zweiten Maschine gibt es noch kein Exemplar. Da, wenn Sie mal .com-Millionär werden sollten oder sowas, können Sie ja mal so die zweite Maschine von Charles Babbage bauen und dann für die Öffentlichkeit herstellen. So, hier ist das Programm von Ada Lovelace. Zunächst mal, inwiefern ist das jetzt ein Computerprogramm? Naja, hier oben sind Operations, das ist also eine Reihe von Befehlen, das geht also von oben nach unten, muss man das lesen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Variablen, da werden wir im Laufe der Vorlesung noch sehen, was das genau ist. Ja, da kann man also Sachen drin abspeichern und es werden in jeder Zeile immer eine bestimmte Operation ausgeführt, die dann irgendwie diese Variablen verändern. Am Ende steht hier, here follows a repetition of operations 13 to 23. Das heißt, das ist so eine Art Loop auch, die da unten drauf steht. Da werden also bestimmte Befehle immer wiederholt sozusagen.
Und was berechnet das Ganze? Ich meine, das berechnet irgendwelche Polynome, Lösungen für Polynome, Nullstellen oder irgendwie sowas mit iterativen Algorithmen sozusagen. Implementiert, ja, auf einer in diesem Fall noch imaginären Maschine. Ja, aber es ist das erste Computerprogramm. Okay? Gut. Wie programmiert man jetzt einen Computer? Da sind Sie jetzt ja ganz gespannt drauf, hoffentlich, wie das geht. Aber vielleicht können Sie das auch schon. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gemacht. Wir fangen an mit meinem ersten Computer, das ist dieser Taschenrechner aus dem Jahr 1975. Und natürlich durfte ich 1975 da noch nicht dran, weil 1975 war ich 3,14 Jahre alt. Ja, können Sie jetzt umrechnen, wie alt, wann ich geboren wurde. Das ist jedenfalls der erste Computer, den ich so hatte. Und damit kann man halt rechnen. Und Sie wissen sicherlich auch sofort, wie man das Ding bedient. Ja, man drückt einfach auf den Knöpfen irgendwie rum und hofft, dass das Richtige rauskommt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Man tippt also 3 plus 5 gleich und herauskommt 8. Ja, so einfach. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht ist das jetzt wirklich schon Programmierung? Ja, das ist alles. Ja, und die Antwort lautet, ja, das ist ein Programm. Dieser Computer ist natürlich sehr limitiert, aber in gewisser Hinsicht haben Sie den Computer jetzt programmiert. Dem Computer war es egal, welche Rechenaufgabe Sie eintippen. Sie hätten auch eine andere wählen können. Ja, je nachdem, was Sie gerade für eine Aufgabe lösen müssen am Schreibtisch, tippen Sie halt was anderes ein. Das kann Ihre Telefonrechnung sein oder sonstige Sachen, die Sie zusammenrechnen wollen. Oder wie viel Rabatt Sie bekommen. Abhängig von Ihrer Aufgabe benutzen Sie dann ein anderes Programm, also eine andere Folge von Zeichen, die Sie da eintippen. Ja? Und damit haben Sie den Computer praktisch programmiert. Der hat Ihre Anweisungen allerdings auch immer sofort ausgeführt. Also Sie tippen was ein, drücken Plus und sofort passiert irgendwas. Sobald Sie auf das Gleichheitszeichen drücken sozusagen wird, werden direkt die beiden Zahlen zusammengerechnet und es ist sozusagen schon ausgeführt. Das ist also Programmierung. Das ist diese Sequenz von Zeichen, die wir da eingetippt haben, ist also ein Computerprogramm, wenn man so möchte. Ja? Jetzt fragen wir uns, wie kann man das jetzt in Python machen? Ja, das ist jetzt die Programmiersprache, die wir uns angucken wollen. Also erste Frage, was ist jetzt überhaupt Python? Da habe ich ein Slide zu. Ja, wenn Sie das genauer wissen wollen, gehen Sie auf die Wikipedia-Seite. Ich referiere übrigens immer, dass ich Wikipedia-Seiten so toll finde. Und das ist tatsächlich in meinem Bereich, Mathematik, Informatik, sind sie wirklich wunderbar. Das ist sehr detailliert beschrieben. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Bereich ist, ob es verpönt ist, Wikipedia-Seiten zu zitieren. Ich mache das all the time. Also die Sachen sind richtig gut, die da draufstehen. Vielleicht in Ihrem Bereich nicht, aber bei mir ist Wikipedia super. Also schauen wir mal nach. Python ist eine Programmiersprache, die sehr populär ist. Der Herr hier auf der rechten Seite, das ist Guido van Rossum und der hat sie sich ausgedacht. Ja. Der saß also alleine zu Hause und hat sich überlegt, okay, es gibt die Programmiersprache, die, die und die und er möchte da irgendwie wieder eine neue haben, die wieder ein bisschen anders ist und der hat sie sich dann einfach alleine ausgedacht und den ersten Prototypen implementiert. Am Ende sind solche Programmiersprachen, solche Systeme immer natürlich große kollaborative Projekte, wo ganz, ganz viele Leute mithelfen. Ja, aber der Herr van Rossum hat das erstmal am Anfang alles alleine aufgezogen. Hat natürlich dann auch Hilfe von anderen Leuten bekommen. Aber wenn Sie das mal genauer nachlesen, der Guido van Rossum hat den Titel eines gutmütigen Diktators der Sprache Python. Das heißt, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, was diese Sprache angeht, dann hat der Herr van Rossum sozusagen das letzte Wort und kann sagen, ob ein Feature reingeht oder nicht. Ja. Das ist also möglich. Es gibt Programmiersprachen, die wurden entwickelt von Konsortien, von Professorinnen und Professoren und am Ende will sie keiner haben und keiner benutzt sie. Sie sind zwar theoretisch vielleicht interessant und der andere Weg ist, sie setzen sich einfach alleine hin und überlegen sich, welche Programmiersprache will ich denn haben? Ja, und so hat das der Herr van Rossum auch gemacht. Wir brauchen das jetzt hier nicht im Detail zu lesen. Programmiersprachen lassen sich natürlich auch kategorisieren in alle möglichen Parameter, interpretiert oder kompiliert, General Purpose oder Domain Specific und so weiter. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern, um diese Details. Wir nehmen Python, weil es leicht zu lernen ist. Es ist eine ganz einfache Programmiersprache. Ja, mit der man aber alles machen kann, was man so machen möchte. Dann ist es freie Software. Ja, Sie können es also einfach installieren, müssen nichts dafür bezahlen. Das ist auch super. Und wir können es in diesen Jupyter Notebooks laufen lassen, wenn Sie einen Zugang am ZIM haben. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch Jupyter Notebook googeln und dann rauskriegen, wie Sie das irgendwie lokal auf Ihrem Rechner zu Hause installieren. Das geht auch. Ja, das ist aber ein bisschen schwieriger, als einfach nur im Browser was aufzurufen. Gut, also wir nehmen Python. Wie populär ist denn Python jetzt so allgemein unter allen Programmiersprachen? Da gibt es diesen sogenannten TIOBE Programming Community Index, der irgendwie berechnet wird nach irgendwelchen Kriterien und der beobachtet durch die Zeit die Popularität von verschiedenen Programmiersprachen.
Und da sehen wir, Python ist diese hellgrüne Linie, dass sie zurzeit auf dem dritten Platz ist. Ja? Das bedeutet also, diese Programmiersprache wird wirklich benutzt. Also bei Google, bei Facebook, bei diesen ganzen Firmen, die benutzen Python, um konkrete Sachen zu machen. Ja? Das beinhaltet also alle Softwareprojekte, die es so gibt, die hier berücksichtigt werden. Typischerweise sehr populär ist Java, also im Sinne von Business-Anwendungen wird das oft gemacht. Also ist es so eine Standard-Programmiersprache, mit der man auch sehr viel machen kann. Eine andere ist C, die ist sehr populär und es ist immer ein Up and Down. Da gibt es also immer richtige Moden bei diesen Programmiersprachen. Aber Python ist schon recht lange eine populäre Sprache, also die also auch gut ist. Gibt es jetzt einen Grund, warum man die eine der anderen Sprache vorziehen sollte? Eigentlich nicht. Es ist meistens die Sprache, die man selber am besten kann, in der man dann am schnellsten ein Ergebnis produziert. Und es gibt natürlich unterschiedliche Features, dass man in manchen Sprachen manche Sachen einfacher lösen kann als in anderen Sprachen. Manche Sprachen sind besser für riesengroße Projekte, die hinterher auf dem Handy laufen sollen. Andere Sprachen sind besser, um mal eben quick and dirty was vorzuführen oder sowas. Die haben halt alle Vor- und Nachteile. Letztendlich sind sie aber alle Turing-complete. Da kommt das Wort Turing nochmal vor. Das heißt, prinzipiell alle Berechnungen, die so theoretisch möglich sind, sind in diesen ganzen Sprachen möglich, sofern eine Sprache Turing-complete ist.